Mädel Leute, Serplin hier. Heute geht's mal um eine Sache, die einfach nur seltsam ist. Und zwar ein kleinerer Meinungsblogger namens Pixelchan wurde jetzt einfach schon zweimal von etwas, so habt ihr vielleicht schon mal von ihm gehört, PKTV und einem Typ namens Kaiser Glitching einfach Copyright Strike, obwohl er halt nichts falsch gemacht hat. Also kurze Aufklärung, was passiert ist. Es gibt einen random GTA 5 Glitch Channel namens Kaiser Glitching, welcher jeden Tag relativ offensichtlich gefakte Money Glitch Videos und so macht. Halt relativ Standard auf YouTube, fucking Scheiß. Pixelchan hat einfach ein random Video dazu gemacht, hat gesagt, ey, das ist höchstwahrscheinlich fake. Das ist einfach unrealistisch, dass es so viele Money Glitches in GTA 5 gäbe. Und ja, dann haben PKTV, ein Typ mit irgendwie, ich glaube, bald 70.000 Abonnenten, und halt Kaiser Glitching, welcher zu dem Zeitpunkt noch 2500 Abonnenten hatte, aber halt 90.000 Aufrufe pro Monat macht. Ja, da haben sie beide einfach dann angefangen, den Typen in seinen Kommentarsektionen zuzuspammen und dann halt einfach seine Videos zu melden, damit er halt möglichst Copyright Strikes bekommt. Der Typ ist aktuell einfach auf 2 Copyright Strikes und wenn er jetzt Pech hat, kriegt er bald einen dritten reingedrückt, so. Deswegen hat er auch jetzt erstmal irgendwie fast alle seine Videos offline genommen oder privat gestellt oder so, ich bin mir eigentlich ganz sicher. Auf jeden Fall, ich wollte einfach kurz drüber reden. Ne, ich pack mal auch Pixelchans 2 Channel, also Pixelchan Archiv oder wie das hieß, pack ich mal in die Beschreibung, I don't know, unterstütze den Typen ein bisschen, so, sonst ist seine, naja, Karriere auf YouTube, wie klein es auch war, halt sonst vorbei und das wäre irgendwie schon schade, also ja, ich wollte nur kurz drüber reden, dass es einfach kopfgefickt ist, dass sowas passieren kann, aber naja, was soll ich machen? Naja, ich wollte meine minimale Reichweite jetzt irgendwie ein bisschen mal benutzen, um was Cooles zu tun, naja, guckt bei dem Boy vorbei und ja, lasst ein bisschen Liebe da. Naja, denkt dran, ihr seid cool, bleibt toxisch, deabonniert mich, disliked mich, entbimmelt meine verfickte Glocke und jetzt...